Ja, herzlich willkommen hier heute Abend im Wissenschaftstheater, aber auch zu Hause im Livestream. Ich freue mich, dass ich Sie hier auch so zahlreich heute hier zum zweiten Science Talk des Jahres 2024 begrüßen darf. Ich schaue in viele neue Gesichter, deswegen stelle ich mich einmal vor. Mein Name ist Nils Otto, ich bin im Rahmen eines Volkswagen Group Fellowships hier im FENO zuständig für die Organisation und Durchführung zweier Formate der Wissenschaftskommunikation. Da haben wir zum einen Meet the Scientist, wo wir Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Niedersachsen zu uns ins FENO holen und sagen, zeigt eure Projekte bei uns auf der Fläche, besprecht die mit unseren Gästen, mit Erwachsenen, mit Kindern, mit Expertinnen, mit Laien. Also ganz klar, so eine gelebte Wissenschaftskommunikation, ein Skill, den, glaube ich, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heutzutage brauchen. Das andere Format, das erleben Sie jetzt hier live mit, das ist der Science Talk, zu dem wir einmal monatlich Experten und Expertinnen zu uns einladen, um über ein wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich relevantes Thema zu sprechen. Unserem heutigen Science Talk oder der heutige Science Talk befasst sich inhaltlich mit der nachhaltigen Planung und Gestaltung von Prozessen wie Rohstoffgewinnung, Herstellung, Nutzung eines Produkts, also im Grunde die nachhaltige Begleitung des ganzen Lebenswegs eines Produkts. Aber wir werden dabei auch über aktuelle Erkenntnisse sprechen aus dem Bereich des Lifecycle Engineerings und warum wir uns dessen praktischen Umsetzung an den planetaren Grenzen orientieren sollen. Ich habe am Eingang mit einigen gesprochen, also einige Menschen sind hier sozusagen vom Fach. Für mich hat der Begriff planetare Grenzen erstmal Fragezeichen erzeugt. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht der Einzige und ich glaube, dass wir mit Professor Herrmann jemanden hier haben, der daraus Ausrufezeichen machen kann, der viele Antworten geben kann. Er ist Universitätsprofessor für nachhaltige Produktion und Lifecycle Engineering und Leiter des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen Universität Braunschweig sowie Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Schicht- und Oberflächentechnik, IST. Das heißt, eigentlich steht er mit beiden Beinen in der Wissenschaft. Er hat es aber auch geschafft, in der Praxis von 2002 bis 2007 als Unternehmensgründer, wo er Werkzeuge und Dienstleistungen zur Unterstützung einer umweltgerechten Produktgestaltung in die Elektronik- und Automobilindustrie eingeführt hat. Wem das aber noch nicht reicht, wer sagt, das gesprochene Wort von Herrn Professor Herrmann reicht mir nicht aus, den kann ich auch beruhigen. Dieser Mann hat auch sehr viel geschrieben, ist Co-Autor, Autor, Herausgeber von über 400 Publikationen und dementsprechend glaube ich, dass Sie hier in sehr guten Händen sind bei diesem Mann, wenn es heute um Lifecycle Engineering geht. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Otto. Ja, da ist ja die Erwartungshaltung jetzt schon mal sehr groß, ne? Und ich habe schon so, als ich den einen oder anderen hier begrüßt habe, gesagt, wow, okay, Experten sind da und wie muss man sich das vorbereiten, um so ein Thema letztendlich dann rüberzubringen. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei und vielleicht auch ein bisschen was zum weiter drüber diskutieren und nachdenken. Vielleicht kann ich nicht nur Lösungen präsentieren, das gleich schon vorab, sondern ich werde auch ein bisschen aufzeigen, wo die Herausforderungen für die Zukunft liegen werden und wo es dann eben vielleicht gemeinsame Anstrengungen braucht, um noch Lösungen zu generieren. Ja, der Titel, Sie können es lesen, Ingenieurkunst für die Umwelt, Lifecycle Engineering habe ich mal als Überschrift gewählt und ich will Sie ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Wie hat sich sozusagen das Verständnis und das ja Gestalten von Produkten und Prozessen aus einer ingenieurwissenschaftlichen Perspektive über die Zeit verändert und wo stehen wir eigentlich gerade und was könnte ein zukünftiger, nennen wir es mal, Denkrahmen sein, um innovativ zu sein auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit zu adressieren. Ja, als Startfolie habe ich ein Bild mitbekommen für alle die Wolfsburger sind, die das natürlich kennen müssten. Also die Bilder, die Sie da sehen, da müssten Sie wissen, wo das ist. Mindestens mal eine Person gucke ich an, die weiß, wo das ist, aber es gibt vielleicht noch ein paar mehr, die es nicht wissen und jetzt gerade rätseln, wo könnte das denn Wolfsburg sein? Das ist das Innenleben der Open Hybrid Lab Factory, was Sie hier oben ausgeschrieben sehen, also auf dem Mobile Life Campus, auf dem Gelände, was ehemals Auti-Uni geplant war und wo mittlerweile eben auch die TU Braunschweig, aber eben auch die Fraunhofer Gesellschaft aktiv sind und wo ich einer der Akteure sind dort vor Ort und ein Thema, dem wir uns da zum Beispiel widmen, ist das ganze Thema der Kreislaufwirtschaft, gerade auch für Fragestellungen der Automobilindustrie.
Und das Bild habe ich gar nicht nur zufällig gewählt, weil wenn wir mal so gucken, da stehen große Maschinen und Anlagen, also das hier sind große Maschinen und Anlagen, die Produkte produzieren. Und Sie sehen sogar gerade hier an dem Kran aufgehangen, wie so eine neue Maschine gerade kommt und wie die sozusagen in diese Open Hybrid Lab Factory gerade gebracht wird. Und mit der Maschine wollen wir mal starten. Also diese Maschine, die jetzt gerade am Kran sozusagen da kommt. Und diese Maschine ist einer der Ursachen, warum wir eigentlich auch über ökologische Nachhaltigkeit gerade als Ingenieurinnen und Ingenieure reden. Warum nämlich? Denn wenn wir uns mal so eine Maschine angucken, dann ist das so ein Kernstück, wie wir Produkte produzieren. Natürlich nicht mit nur so einer Maschine, sondern oft ganz vielen solcher Maschinen. Und diese Maschinen brauchen natürlich erstmal Input. Also Stoffe, um letztendlich so einen Produktionsprozess, und das hier ist eine Fräsmaschine, also die Techniker unter uns, also für die Metallbearbeitung, man kann aber auch Kunststoffe damit bearbeiten, um letztendlich Produkte herzustellen. Und Sie sehen jetzt mal hier so ein bisschen an Inputs, was Sie da so sehen. Das ist natürlich Halbzeuge, also das Ausgangsmaterial, was wir bearbeiten. Wir brauchen natürlich Strom, elektrische Energie. So eine Maschine braucht aber auch Druckluft. Häufig brauchen wir auch sogenannte Kühlschmierstoffe, also Stoffe, um sozusagen in dieser Kontaktzone, wo der Fräser das Bauteil bearbeitet, wo wir kühlen und schmieren und die Späne abtransportieren. Häufig sind das mineralölbasierte Stoffe, die wir da einsetzen. Das ist sozusagen das, was wir an Eingangsstoffen brauchen und vielleicht noch ein weiteres mehr. Und natürlich kommt dann auch daraus erstmal das, was wir produzieren wollen, unser Fertigteil. Leider aber eben nicht nur das Fertigteil, ne, sondern wir haben natürlich auch Abwärme, die so eine Maschine erzeugt. Wir haben natürlich gebrauchte Kühlschmierstoffe, die wir irgendwann entsorgen müssen. Wir haben Abluft, wir erzeugen Späne als Abfall, wo wir überlegen müssen, was machen wir damit. Teile davon sind ja kontaminiert mit diesen Kühlschmierstoffen. Das heißt also, die Produktion, wenn Sie so wollen, ist ein Transformationsprozess. Ne? Da geben wir Energie, Material rein, kriegen fertige Produkte raus. Wir verbrauchen aber eben oder wir nutzen eben Energie und häufig ist die Energie zum Beispiel dann aus nicht erneuerbaren Energiequellen. Das erzeugt Emissionen, wir erzeugen Abfall. Dementsprechend erzeugen wir Wertschöpfung auf der einen Seite, aber auch Probleme, Herausforderungen auf der anderen Seite. Was hat das jetzt mit Produktentwicklung zu tun? Also Engineering, die Ingenieurkunst des Gestaltens im Blick auf die Umwelt. Dem vorgelagert ist natürlich ein Prozess, in dem andere oder Teams von Ingenieurinnen und Ingenieure Produkte entwickeln. Ah, das beginnt in der Regel, ne, dass man eine Aufgabe hat, also was soll dieses Produkt mal können, was soll dieses Teil, was ich da letztendlich auf dieser Maschine produziere, können. Das heißt, ich muss die Aufgabe mal klären, das ist so ein typischer Schritt, also verstehen, was soll sozusagen am Ende dieses Produkt an Funktionen haben. Dann kommt so ein erstes Konzept, jetzt mal in groben Phasen, dann skizziert man als Ingenieurinnen und Ingenieure sozusagen die Lösung. Vielleicht gibt es auch mehr als eine Lösung und dann entscheidet man sich für eine, arbeitet die weiter aus und dann kann die letztendlich in die Produktion gebracht werden und produziert werden. Und natürlich auch dem vorgelagert ist natürlich eine Planung. Natürlich macht man nicht so einfach eine Aufgabe und sagt, jetzt produzieren wir das, sondern es gibt natürlich auch wieder Teams, die sich davor Gedanken machen, was sind denn überhaupt die zukünftigen Bedarfe, um so einen Kundenwunsch zu erfüllen nach so einem Bauteil, das heißt, welche Funktionen, welche Kosten, welche Sicherheitsanforderungen, so als ganz traditionelle Anforderungen. Und das ist sozusagen auch für viele fast bis heute das, ich sag mal, traditionelle Verständnis, wie so Ingenieurinnen und Ingenieure ticken. Na, eine Bekannte hat mal zu mir gesagt, naja, so Ingenieure, die sind quadratisch praktisch gut. Ne? Da schmeißt du eine Aufgabe in die Box und da kommt eine Lösung raus. Und das ist aber vielleicht auch eine der großen Herausforderungen, warum wir letztendlich auch vor größeren Problemen stehen, die sehr viel eben auch mit Ingenieurtätigkeiten zu tun haben. Und ich habe Ihnen mal ein... Das ist vielleicht schwer zu lesen, aber Sie können auf der englischen, das ist das Original, auf der rechten Seite ist eine Übersetzung und ich habe mal ein paar Punkte fett hervorgehoben. Was Sie hier sehen, ist die sogenannte Obligation of an Engineer. Das kommt aus dem amerikanischen Raum, wenn Sie so wollen. Das ist so eine Art hippokratischer Eid für Ingenieure in den USA. Sie sehen das auch nach diesem Foto dort unten, das wird in den USA dann auch wirklich so zeremoniert, das heißt, sie kriegen so einen Ring angesteckt und dann schwören sie sozusagen auf diese Verpflichtung als Ingenieur. Und das gibt es bis heute,
Und ich habe das mal mitgebracht und ich habe da mal so ein paar Sätze mitgebracht, weil das ist etwas, was wir schon vor dem Zweiten Weltkrieg und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg in so einem Selbstverständnis, was Ingenieure tun sollen und was Ingenieure für die Gesellschaft tun sollen, dort wiederfinden. Sicherlich auch mit einer spezifischen amerikanischen Ausprägung. Ich bin ein Ingenieur, ich bin auf meinen Beruf sehr stolz. Das ist erstmal schon mal toll, wenn man das von sich so sagen kann. Und dann, Ingenieure haben die gewaltigen Material- und Energieressourcen der Natur zum Wohle der Menschheit nutzbar gemacht. Das ist schon auch erstmal interessant. Also wir nutzen Material, das ist genau das, was Sie gesehen haben, ne? Energie, Material, und dann bringen wir Wertschöpfung, Funktionen zum Menschen. Spannend ist aber der nächste schwarze Satz. Meine Fähigkeit, die Verpflichtung mit sich bringen, der Menschheit zu dienen, indem ich die kostbaren Reichtum der Erde bestmöglich nutze. Ich meine, diese Erde, die hat halt, das ist ein geschlossenes System und jetzt nutzen wir bestmöglich zum Wohle der Menschheit. Aber was heißt das konkret auf einer Erde, die halt begrenzt ist mit immer mehr Menschen? Und klar, und man sieht dann immer auch wieder unten, ich erfülle meine Pflicht, meine Treue, und es geht häufig darum, dass Ingenieure eigentlich dazu da sind, zum Wohle der Gesellschaft zu dienen. Und die Umwelt als solches, der wir uns ja bedienen, denn daraus kommen ja Ressourcen, taucht hier erstmal nicht auf. Was ist jetzt die Herausforderung? Und jetzt versuche ich, Sie auf eine Reise mitzunehmen, und ich gucke so ein bisschen immer dann in Ihre Gesichter, ob Sie mir jetzt schon am Anfang verloren gehen, und dann geben Sie mir nochmal ein Zeichen, weil es jetzt noch wichtig ist, dass ich Sie mitnehme auf dieser Reise dass Sie sich auf diese kleine mathematische Übung einlassen. Es gibt eine Gleichung, die aus den 70er Jahren bereits kommt, die ein bisschen aufzeigt, was ist eigentlich die Herausforderung in Bezug auf Technologie und Umwelt. Das ist eine sehr einfache Gleichung, die nennt sich im Englischen IPAT-Gleichung, deswegen IPA mal T. Und das sehen Sie hier. Also I steht für Impact, Environmental Impact, P steht für Population, das ist die Bevölkerung, Affluence steht für Wohlstand und T für Technology. Ich habe das mal runtergebrochen, damit wir es nochmal für uns gemeinsam lesen können. Also die Umweltschädigung ist gleich dem Produkt aus der Bevölkerung, dem Wohlstand und der Technologie. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wir sind Menschen auf dieser Erde. Wir haben einen Wohlstand, zum Beispiel Geld, was wir besitzen, und von dem Geld kaufen wir Produkte. Und je mehr Produkte wir kaufen, Produkte erzeugen Umweltwirkung, das haben wir ja gerade gesehen, umso mehr Produkte wir haben, umso mehr Menschen wir sind, umso mehr Schädigung oder Auswirkungen auf die Umwelt generieren wir. Dementsprechend können wir das auch nochmal umschreiben. Also wir können das auch in eine sehr oft genutzte Form umschreiben. Wir können es eben auch schreiben, Bevölkerung bleibt Bevölkerung. Wohlstand, also besserer Wert für Wohlstand, den man sehr häufig nutzt, der kann man auch kritisieren, aber ist erstmal natürlich ein Wert, den man ranziehen kann, ist das Bruttoinlandsprodukt durch die Bevölkerung oder Pro-Kopf-Einkommen. An dem man sich das vorstellen kann. Und dann rechnen wir die Umweltschädigung pro Wertschöpfung. Jetzt gucken die Ersten schon, ich sehe schon, die Ersten gucken auf die Gleichung und sagen, Mensch, was ist eigentlich die Dynamik, also die Veränderung in diesen drei Faktoren? Also wenn diese Gleichung richtig ist und wir verstehen, wie sich diese Faktoren verändern, dann wissen wir eigentlich, wie groß ist die Umweltschädigung. So, jetzt ist BIP eher was für Ökonomen, Volkswerte. Ich bin Ingenieur, ich bin in meinem konkreten Fall Maschinenbauingenieur. Also machen wir das jetzt mal noch ein bisschen konkreter für uns. Und eine schöne Studie, die es gibt, da ist man mal jemand um die Welt gereist und hat mal alle Haushalte in der Welt oder viele Haushalte in vielen Ländern gebeten, räumt mal alle Produkte, die ihr besitzt, vor eure Haustür. Also in Indonesien, in Korea, in Afrika, in Singapur, in Deutschland. Und was sie da sehen, der Wohlstand korreliert an vielen Stellen sehr gut mit der Summe der Produkte, die Menschen besitzen. Bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, um es mal so ein bisschen einfacher für uns zu machen, schreiben wir diese Gleichung nochmal um, also für Ingenieure jetzt sozusagen, und sagen, okay, Wohlstand ist, ich nehme alle Produkte dieser Welt zusammen, teile das durch die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten, dann habe ich so einen Durchschnittswert, wie viele Fernseher, Handys, Fahrräder, Autos besitzt so jeder von uns.
Und dann ist die Umweltwirkung das gleiche. Ich nehme alle Umweltschädigung, die durch Technologie entsteht, auf der Welt zusammen, teile das durch technische Produkte, die im Wesentlichen am Ende dafür verantwortlich sind. Und dann habe ich so einen Durchschnittswert Umweltschädigung pro Produkt. Und damit arbeiten wir jetzt mal. Genau, also erstmal, wenn wir mal auf die schwarze Säule gucken, also das ist jetzt die schwarze Säule hier, Sie sehen das immer an diesem Pfeil gleich, wir können als Ingenieure schon mal sehr stolz sein. Also wenn wir uns mal gucken, was wir über die Jahre geschafft haben als Ingenieure, und ich habe mal gleich zwei Beispiele mitgenommen, einmal das Erzeugen von Licht. Na, Sie sehen hier mal die verschiedenen Technologiestufen von so einer Kerosinlampe, so einer klassischen Glühbirne, die im Wesentlichen Wärme produziert hat, bis heute zu so LED-basierten Lampen. Dann sehen wir, das ist eine Effizienzsteigerung um einen Faktor, also 90% Reduktion von dem, was wir heute haben. Also Faktor 10 mal besser als das, was wir kannten und Vielfaches besser. Und das ist natürlich eine enorme Leistung. Ja, also das ist mal ein tolles Beispiel, wie Ingenieure oder Engineering, das ist natürlich ein Team, wo die da zusammengearbeitet haben, wie wir Leistung erbracht haben. Ich nehme noch mal ein anderes, was vielleicht jeder so aus seinem Haushalt kennt, waschen, Wäsche waschen, Waschmaschine. Auch hier sehen wir noch mal ein tolles Beispiel, ne? Von 1966 hier eingetragen bis heute, wie hat sich der Energieverbrauch sozusagen einer Waschmaschine entwickelt oder dem Waschen von Wäsche. Und wir sehen auch, das ist dramatisch reduziert. Ja? Also auch hier um 80% besser sind wir geworden, wie letztendlich sozusagen der Energieeinsatz ist, um eine Wäsche zu waschen. Was wir aber auch sehen, da tut sich jetzt nicht mehr so ganz viel. Ja, also da sind wir jetzt schon auch an so einem Minimum vielleicht angereicht, was mit diesen Technologien heute erreichbar sind. Aber es ist eine tolle ingenieurwissenschaftliche Leistung, die dahinter steht. Ich schreibe das jetzt mal Ingenieuren zu, wenn da Physiker und Chemiker dabei waren, dann haben die auch engineert. Gehen wir mal auf die grüne Säule, also hier diese Wohlstandssäule, die Sie hier sehen. Dann habe ich Ihnen mal mitgebracht auf der rechten Seite, wie hat sich das Pro-Kopf-Einkommen entwickelt. Und ich bin mal weit zurückgegangen, also ins 18. Jahrhundert bis heute. Und Sie sehen mal für verschiedene Länder, wie sozusagen unser Pro-Kopf-Einkommen weltweit, aber Sie nehmen hier auch mal so ein paar Länder dann hinaus. Also wenn wir mal gucken, hier ist Amerika, Osteuropa und wir würden uns jetzt mal hier sozusagen in Western Europe einordnen. Und ja, wenn wir diesen Verlauf beschreiben werden, dann sehen wir etwas, das nennen wir exponentiell. Und dieses Exponentielle können wir auch einem Zeitraum zuordnen, wenn Sie mal so überlegen, was war denn so in dieser Zeit, also wann hat das angefangen, sozusagen in diesen exponentiellen Verlauf zu gehen, mit der ersten industriellen Revolution. Ja, nämlich mit dem Produzieren von Produkten hin zu mehr einer Massenproduktion. Vorher haben wir im Wesentlichen handwerklich produziert und dann waren wir in der Lage, an vielen Stellen menschliche Arbeit zu substituieren, Dampfmaschine. Und das war die Möglichkeit, dann in eine Massenproduktion einzusteigen. Und dann kam zweite, dritte industrielle Revolution, das heißt Arbeitsteilung, Einführung von Strom, Automatisierungstechnologien und seitdem befinden wir uns oder sind in einen Pfad gekommen auf exponentielles Wachstum. Also wir werden immer reicher pro Kopf. Was hat das denn als Folge? Jetzt habe ich mal ein anderes Beispiel mitgebracht. Ich dachte, so eine Waschmaschine ist ein schönes Beispiel. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Haushalte haben denn eine Waschmaschine? Das heißt, Sie sehen jetzt hier einen Graphen aufgetragen, einmal auf der Y-Achse, also vertikal, die Besitzrate. Also wie viel Prozent der Haushalte haben eine Waschmaschine? Stehen wir bei 100, hat jeder Haushalt eine. Stehen wir bei 0, hat niemand eine. Und auf der X-Achse, also horizontal, habe ich Ihnen aufgetragen, eben das BIP pro Kopf, also das Pro-Kopf-Einkommen ungefähr. Und nach rechts haben wir ein hohes Einkommen, nach links haben wir ein niedriges Einkommen. Ich habe mal so ein paar Länder eingetragen. Natürlich sehen wir so ein paar Schwankungen, aber ich denke, man kann schnell aus so einer Grafik ableiten, was ich vorher gesagt habe schon verbal, je reicher wir werden, desto mehr besitzen wir oder desto mehr können wir uns leisten. Ja, also natürlich in einem Land, wo das Durchschnittseinkommen noch sehr niedrig ist, also jetzt mal Beispiel hier Indien eingenommen, ist die Besitzrate über alle, die in Indien leben, relativ niedrig. Ja, da müssen wir uns immer klar machen, 1,3 Milliarden Menschen in Indien, ne, nur dass wir mal eine Größenordnung haben. Da gibt es natürlich 50 Millionen, die sind reicher als die meisten hier bei uns.
Aber es gibt eben auch ganz viele, die haben nichts. Das heißt, das müssen wir im Durchschnitt sehen. Aber im Durchschnitt erkennen wir natürlich, ja, die Besitzrate ist deutlich kleiner. Aber die wollen natürlich alle auch eine Waschmaschine haben. Das heißt, die wollen alle reicher werden. Und dann wollen sie auch gerne eine Waschmaschine haben, weil es natürlich Luxus ist, wie jeder von uns weiß, wenn die Waschmaschine mal ausgefallen ist. Und wenn wir uns das jetzt nochmal auf die blaue Seite springen, dann ist das jetzt die Kurve, wie sich die Bevölkerungszahl auf unserer Erde entwickelt hat, wieder vom 18. Jahrhundert bis heute. Ja, die meisten haben diese Kurve vielleicht schon mal gesehen. Das ist immer so eine Lieblingsaufgabe, die ich auch mal mache, so beim Kaffee, und sage, du mal mir mal von 1700 bis heute die Entwicklung der Bevölkerungszahl. Und dann fangen viele an, war das jetzt eine Linie, wie viel waren wir denn eigentlich 1800? Das wissen natürlich die wenigsten. Und auch hier ist es erstmal vielleicht ein überraschender Verlauf. Also gucken Sie nur auf die grüne Kurve. Na, wir waren mal im 18. Jahrhundert sehr wenige Menschen global auf diesem Planeten. Und auch wieder im Beginn der industriellen Revolution, also mit Wohlstand, hat natürlich dann auch viel mit Hygienemöglichkeiten zu tun, Krankenhäuser, andere Nahrung. Dadurch haben wir natürlich im Wesentlichen jetzt sozusagen ein Bevölkerungswachstum erreicht. Und wir sehen auch, das wird auch noch die Projektion sagen, das wird auch erstmal nochmal weiter steigen. Na, und dann flacht es ab. Erstmal, was im Wesentlichen nicht so sehr an der Geburtenrate übrigens hängt, viele denken das immer, sondern es hängt vor allem damit zusammen, dass wir alle viel, viel älter werden. So, jetzt haben wir drei Faktoren, die wir uns gerade angeguckt haben. Also ne, Technologiefaktor, der Wohlstandsfaktor und der Bevölkerungsfaktor. Und wir haben jetzt gerade gesehen, wie sie sich entwickeln. Und wenn Sie sich das jetzt nochmal klar machen, also exponentielles Wachstum bei der Bevölkerung, exponentielles Wachstum in Wohlstand, dann müssen wir als Ingenieurinnen und Ingenieure so viel besser werden, um das sozusagen auszugleichen. Um Ihnen das mal klarzumachen, habe ich mal eine kleine Beispielrechnung mitgebracht. Nehmen wir mal den Klimawandel als einen Indikator. Also wenn wir den Berichten vertrauen, und ich denke, das tun hier viele im Raum, dann ist eine Quelle der Bericht, der jährlich veröffentlicht wird, das International Panel for Climate Change, also dem globalen Zusammenschluss derer, die sich sozusagen mit Klima und Klimaforschung beschäftigen. Und wenn wir da mal die Ziele sehen, dann ist es das Ziel, bis 2050 global 70% weniger CO2-Emissionen zu haben. Wenn wir mal jetzt überlegen, wie sich die Weltbevölkerung bis 2050 entwickelt, das haben wir ja gerade in dieser grünen Kurve gesehen, dann können wir überlegen, von heute wird sich die nochmal so um den Faktor 40% erhöhen. Also wir multiplizieren das von heute auf 1,4. Wir sind dann so Größenordnung 9,75 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Dann haben wir den Anstieg im Wohlstand. Der Wohlstand steigt insbesondere nicht bei uns so stark an, sondern insbesondere in den Schwellenländern. Dazu gehört dann beispielsweise Indien. Ne, also bei uns ist schon ein sehr hoher Wohlstand, aber insgesamt, wir haben es ja gerade bei der Waschmaschine gesehen, in Indien haben eben noch nicht so viele eine Waschmaschine. Und jetzt können Sie einfach überlegen, ne, wenn bisher nur 15 von 100 eine Waschmaschine haben, jetzt wollen 100 eine Waschmaschine haben davon und Sie nehmen das mal 1,3 Milliarden Menschen, jetzt leben die nicht alle alleine in einem Haushalt, dann können Sie sich schon vorstellen, wie viele neue Waschmaschinen dazu kommen. Das heißt also, wir nehmen da mal so einen Faktor 2 an. Was heißt das? Wenn wir das jetzt mal ausrechnen, dann muss T, also T ist die Umweltwirkung pro Produkt, die muss um Faktor 10 runter. Das heißt, von heute muss alles das, was wir produzieren, was auf dem Markt genutzt wird, 90% besser werden als von dem, was wir hier heute reden. Alles. Ein Auto, ein Haus, eine Heizung, 90% besser. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung. Deswegen nennen wir das auch mal die Sustainability Challenge. Ja, also Ingenieurinnen und Ingenieure lieben ja Herausforderungen, also ist ja schön. Aber das ist die Herausforderung. Und wie groß die Herausforderung ist, das zeige ich Ihnen jetzt an dieser roten Säule, also ganz links. Und auch diese Zahlen haben Sie schon sicherlich irgendwo gesehen. Das ist jetzt die Entwicklung der, mal am Beispiel der globalen CO2-Emissionen. Hier sehen Sie die Entwicklung der globalen CO2-Emissionen, wieder 18. Jahrhundert bis dann letztendlich heute, also 2022, das waren die Zahlen, die gerade verfügbar waren. Und wieder sehen wir das gleiche Phänomen, wir sehen ein exponentielles Wachstum. Ja, also wir müssen
wir müssen ja runter. Also das muss auf null gehen eigentlich, ja, oder 90% muss diese ganze Kurve runter. Wir sehen natürlich, dass manche Länder tatsächlich schon so eine Art Sättigung haben oder kleiner werden, aber wir sehen natürlich, in Summe steigt alles. Und dieses Steigen ist natürlich, weil ja, andere Länder wollen, andere Menschen wollen auch ihre Waschmaschine, ihr Auto, ihr großen Fernseher, ihre Urlaubsreise. Und das alles in Summe führt dazu, dass wir erstmal in so ein Bild haben. Und ich habe jetzt hier nur den CO2-Emissionen beispielhaft für Klimawandel genommen. Wir könnten natürlich auch Wasserverbrauch oder andere Ressourcen nehmen, die man braucht, um beispielsweise eine Waschmaschine herzustellen. Und da stehen wir jetzt. Na, wir als Ingenieure, die ja diese Waschmaschinen ausdenken, Brücken bauen, Häuser bauen, so eine Herausforderung. Aber wir haben also bisher einen guten Job gemacht. Wir haben die tollen Ressourcen, die Erde uns gab, genutzt, um Waschmaschinen Licht bereitzustellen. Aber wir sehen auch, das kommt zu Kosten. Also, und die spüren wir zunehmend. Und diese Kosten und diese Auswirkungen, die finden wir häufig unter dem Begriff der Nachhaltigkeit. Und ich denke, jeder hier im Raum hat den Begriff Nachhaltigkeit schon gehört. Vielleicht tut sich aber auch der eine oder andere schwer, was ist denn jetzt eigentlich Nachhaltigkeit? Dementsprechend will ich ein paar Minuten auf diesen Begriff Nachhaltigkeit verwenden. Eine der bekanntesten und vielleicht auch wichtigsten Definitionen, Nachhaltigkeit ist verbunden, ich sage einfach immer mit einer Frau, weil häufig wird dieser Bericht auch genannt Brundtland-Report. Der eine oder andere weiß hier vielleicht, wer Frau Brundtland war. Ich kläre es gleich auf. Brundtland-Report, Sie sehen es. Und Frau Brundtland in diesem Bericht mit einem großen Team hat in diesem Bericht geschrieben, unsere gemeinsame Zukunft heißt dieser Bericht. Sustainable Development meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Was heißt das? Das heißt also, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die Bedarfe der heutigen Generation erfüllt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen einzuschränken. Das heißt also, ja, wir dürfen unsere Waschmaschine haben, ja, wir dürfen unser Auto haben, aber nicht zu Kosten nächster Generation. Also die Kinder oder Enkelkinder haben, die denken da vielleicht besonders intensiv drüber, was hinterlassen wir. Und Brundtland-Report heißt es deswegen, weil Frau Brundtland war die damalige norwegische Ministerpräsidentin und sie saß dieser Kommission vor, die diesen Bericht für die Weltkommission Umwelt und Entwicklung verfasst hat. Und jetzt teile ich Ihnen ein Bild, was man, wenn man jetzt diesen Satz mal in eine Grafik, und Ingenieure mögen natürlich Grafiken oder orientieren sich gerne an solchen Bildern, habe ich das mal in zwei Grafiken aus der Literatur übertragen. Die erste ist, wir müssen, wenn wir den Begriff Nachhaltigkeit verwenden, und den verwenden wir im deutschen Sprachgebrauch gerne und häufig in allen Möglichkeiten, ja, das ist jetzt eine nachhaltige Lösung beispielsweise, da müssen wir erstmal festhalten, im oberen, wenn Sie auf das obere gucken, also es gibt ja jetzt nur, entweder ist etwas nachhaltig oder es ist nicht nachhaltig. Also es gibt ja nichts dazwischen. Weil wir haben ja gerade gesehen, ne, was unsere Ziele sind. 90% besser, Faktor 10. Wenn wir das schaffen, dann ist das eine nachhaltige Lösung. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist es halt keine nachhaltige Lösung. Das heißt, wir können uns jetzt nicht loben als Ingenieure und sagen, ja Mensch, die Waschmaschine, die braucht jetzt nur 2% weniger Strom und gleichzeitig verkaufen wir aber Tausende von Waschmaschinen mehr oder Tausende von Autos mehr oder Tausende von Telefonen mehr, um jetzt keinen Hersteller auf die Füße zu treten, weil dann gleicht das ja, dann reicht diese Effizienzsteigerung nicht, weil wir einfach viel mehr konsumieren und viel mehr Menschen auf dem Planeten haben. Das ist die Challenge. Und man kann sich das auch in so einer Grafik vorstellen, hier unten, die eine sehr bekannte Grafik ist von einem Team von Autoren, Rockström und weitere, die das publiziert haben, die ganz gut hilft, Nachhaltigkeit zu verstehen. Diese äußere Schale hier, das ist unsere Erde, die lebenserhaltenden Systeme auf der Erde, oder die wir auf dieser Erde nicht leben können, Sauerstoff, frisches Wasser und so weiter. Da drin sind die Gesellschaften. Ich habe mal Gesellschaften geschrieben oder steht da auch, also Societies, weil es gibt ja nicht die eine Gesellschaft, ne? Es gibt unterschiedliche Gesellschaften auf den Regionen und Ländern dieser Welt. Und innerhalb der Gesellschaft, dann haben wir die Ökonomie. Sie kennen vielleicht dieses Bild so in Säulen nebeneinander, die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das ist aber irreführend, ja? Weil die stehen ja nicht nebeneinander. Ne? Also Ökonomie für sich, Gesellschaft für sich und Erde für sich, weil wir als Gesellschaft können nicht existieren ohne eine Erde und auch eine Wirtschaft kann nicht existieren ohne Gesellschaft. Das heißt, diese Einbettung ineinander macht sehr viel Sinn.
Und dann kann man auch verstehen, was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist das, diese Systeme, die unser Leben auf der Erde erst ermöglichen. Und das ist absolut. Ja? Also solange wir nur diese eine Erde haben, müssen wir genau in dieser einen Erde auch agieren. Und das ist eine wichtige Ausgangssituation. Und jetzt kommt ein Bild, die Dramatik sehr gut aufzeigt, warum Zeit zum Handeln ist. Und das ist das, was vorhin schon angesprochen waren, die planetaren Grenzen. Die planetaren Grenzen, für die sich schon mal damit beschäftigt hatten, wurden ursprünglich mal entwickelt aus dem Stockholm Resilience Institute. Wie der Name schon sagt, es ging um Resilienz oder geht um Resilienz. Und mittlerweile finden wir auch viel Forschung hier in Deutschland, gerade am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und diese planetaren Grenzen sehen Sie hier auf der linken Seite. Ich will die nicht alle im Detail Ihnen vorstellen. Es sind 9 Stück. Eine davon ist beispielsweise der Klimawandel oder der Eintrag neuartiger Substanzen in die Umwelt oder die Verfügbarkeit von Wasser oder Biodiversität. Diese 9 Prozesse auf unserer Erde, die ermöglichen das Leben für uns auf dieser Erde. Und jetzt gibt es hier Bereiche, wie Sie sehen, rot, gelb, grün. Grün ist, das nennen die dort, der sichere Handlungsraum. Das heißt, wenn wir in diesem grünen Raum sind, also wenn die ganzen Menschen auf dieser Erde so viel konsumieren und alles ist aber in diesem grünen Bereich, dann ist es der sichere Handlungsraum, the safe operating space. Wenn wir uns gelb bewegen, dann bewegen wir uns aus dieser sicheren Zone raus und gelb ist so eine Phase von Unsicherheiten, ne? Weil das ist natürlich komplex zu beschreiben für so eine ganze Erde. Also gibt es so eine Phase, da ist man sich unsicher, ist die Grenze jetzt überschritten oder nicht. Und rot heißt, wir sind in einer Risikozone. Rot heißt nicht, die Welt bricht sofort zusammen, sondern wir bewegen uns jetzt in einer Zone mit großem Risiko. Und das Risiko kann heißen, wir bewegen uns zum Beispiel Richtung sogenannter Kipppunkte. Also wir verändern die Erde in einem Maße, wo dann Prozesse in Gang setzen, aus denen wir nicht mehr zurück können. Und über die Jahre, wie das Ganze entwickelt wurde, haben wir erst 3 dieser Grenzen überschritten, jetzt 4 und mittlerweile haben wir 6 von 9 Grenzen, sind wir im roten Bereich. Das heißt, wir sind im Risikobereich. Das heißt, vom Wissen, was wir heute haben, verlassen wir diesen sicheren Handlungsraum. Das heißt, wenn Sie das mal vielleicht dann später nochmal angucken wollen, also diese Grenzen, die zeigen eben auf, ja, wenn wir innerhalb diesen sind, dann ist wir ein sicherer Handlungsraum. Es gibt uns ein Verständnis, wie diese Erde funktioniert und unser Leben hier ermöglicht. Und es zeigt uns aber eben auch auf, wie wir letztendlich denken müssen, damit wir diese Prozesse nicht über das Maße negativ beeinflussen. Und wenn wir das aber tun, dann laufen wir die große Gefahr, eine Besonderheit zu verlassen, die uns dieses Leben überhaupt gerade erst ermöglicht hat. Vielleicht haben Sie den Begriff Holozän schon gehört. Wir leben ja zwischen 2 Kaltzeiten oder Eiszeiten, wir sind in einer Warmzeit aktuell und noch nie in der Menschheit war diese Warmzeit so lange, beziehungsweise noch nie so lange diese Erde existiert, also weit über die Menschheit. Also die Menschheit, so wie wir Leben kennen, ist nur da, weil es so eine lange, stabile Zeit gegeben hat. Und diesen Prozess, dieses wollen wir nicht verlassen. Das nehmen wir hier als dieser interglazialen Zustand, also diesen Zustand der aktuellen Warmzeit, den wollen wir nicht verlassen. Ich komme auf dieses Bild später noch zurück. Also Sie sehen aber erstmal, wir wissen, dass es diese Grenzen gibt und damit können wir arbeiten. Hier ist mal eine kleine Beispielrechnung, nur mal wieder am Klimawandel, weil den Klimawandel die meisten von uns natürlich irgendwie schon für sich wahrgenommen haben. Und Sie wissen sicherlich, Klimawandel wird sehr stark unter anderem getrieben von Treibhausemissionen, CO2 beispielsweise. So, und jetzt eine Variable, die es gilt zu kontrollieren, sind eben diese CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Und viele davon, oder eben eine entscheidende Entwicklung, wenn Sie denken, exponentiell, die sind eben menschengemacht in einem dramatisch ansteigenden Zustand. Denken Sie an diese exponentiell steigenden Kurven, die Sie gesehen haben. Und damit können wir jetzt arbeiten und sagen, okay, das wollen wir nicht. Da müssen wir drunter bleiben. Und mit diesen Grenzen können wir dann später auch in unsere Engineering-Prozesse einbinden. Und dann kommen wir wieder zum Engineering. Also wir sind jetzt sozusagen gekommen aus der klassischen Produktentwicklung, ja, alles nehmen aus der Erde und tolle Produkte machen, Ingenieure, hin zu, kann das noch das Zukunftsbild sein von Engineering?
Nachhaltigkeit. Und daraus hat sich eine Disziplin erstmal entwickelt, die so in den 90ern anfing. Da gab es so die ersten Forscher in der Welt, die überlegt haben, nee, das kann es nicht sein. Also da muss mehr sein für Ingenieure, als nur einfach eine Aufgabe in die Box werfen, planen und dann produzieren und wie Rest interessiert uns nicht. Und häufig nennt man das auch Ecodesign, umweltgerechte Produktgestaltung. Und da bringe ich jetzt nochmal eine kleine Wiederholung. Ne? Sie haben gesehen, also wir werden ja immer reicher, haben immer mehr Produkte. Das war so ein Punkt. Und was waren jetzt so Treiber, wo man drüber nachgedacht hat, also wo hat man gespürt, da kommen Probleme. Einer der Probleme ist Abfall. Elektronikschrott. 90er Jahre. Da war das so, da wurden wir uns immer mehr bewusster. Was passiert eigentlich mit dem ganzen Abfall? Denn wenn wir mehr Produkte nutzen, also jeder von uns hat eine Waschmaschine, vielleicht sogar zwei, vielleicht hat noch jemand zwei Telefone, zwei Fernseher, irgendwann ist das Ende dieser Produkte, das Leben zu Ende und dann gehen die in den Abfall. Und dann habe ich Ihnen eine andere Kurve mitgebracht, Mengenaufkommen an Abfall und wieder Pro-Kopf-Einkommen. Und was sehen Sie? Also hier sehen Sie, das sind 174 Länder eingetragen, gleiche Entwicklung. Je reicher wir werden, so mehr Abfall produzieren wir. Jeder von Ihnen verantwortet in Deutschland 20 Kilogramm Elektronikschrott pro Jahr. Das ist der Schnitt. Was passiert mit dem Abfall? Das waren so mal ein paar schockierende Bilder. Nicht zwangsweise immer aus Deutschland. Das sind Bilder, die ein Netzwerk, 2002 ist das, publiziert hat, Exporting Harm, wo man gesagt hat, na, diese Abfälle gingen häufig in Länder mit geringeren Umweltschutzstandards. Nach Afrika, damals nach China. Und dann werden die dort so behandelt, entsorgt, geringe Umweltschutzstandards, mit Säuren werden die Edelmetalle rausgewaschen. Die Kabel, was Sie, das Feuer, was Sie da sehen, ist Kupferrückgewinnung. Das PVC wird verbrannt und das Kupfer wird zurückgeholt. Für die Ingenieure unter Ihnen, wenn Sie PVC verbrennen, Furane, Dioxine, Sie wissen, was da passiert, hochtoxisch. Und das ist dann das Recycling. Jetzt kann ja jeder von Ihnen sagen, ja, aber ich doch nicht. Jetzt machen wir mal eine kleine Aufgabe, Publikum zu Hause kann gerne mitmachen. Sie kennen ja alle, ne? Dann kriegt man eine neue EC-Karte oder Visa-Karte zugeschickt. Wer das schon mal mitgemacht hat, fällt sich ruhig. Wer von Ihnen weiß, nimmt dann Folgendes, zerschneidet die und dann geht die in die Mülltonne, möglichst ganz viel klein. Wer hat das schon mal gemacht? Also wer hat schon mal seine EC-Karte zerschnitten? Hand hoch, seien Sie ehrlich, die Kamera geht ja nicht auf Sie, geht ja nur auf mich. Alle. Irgendwas falsch dabei? Holen Sie mal Ihre EC-Karte raus. Machen Sie mal. Nehmen Sie mal jeder Ihre EC-Karte raus. Sie brauchen den PIN nicht Ihren Nachbarn zeigen. Holen Sie die mal gerade raus. Gucken Sie die mal ganz genau an. Fällt Ihnen irgendwas auf? Gucken Sie mal ganz genau auf Ihre EC-Karte. Jeder hat doch hier eine dabei. Eine Visa-Karte tut es auch. Es muss ein Chip drauf sein, eine Chipkarte. Gucken Sie mal ganz genau drauf. Auch das Kleingedruckte. Ganz genau drauf gucken. Was fällt Ihnen da auf? Fällt Ihnen da irgendwas auf? Denken Sie daran, da ist Nickel, Gold dabei, Silber wird da verbaut in dem Chip, in kleinsten Mengen, aber wir sind ja viele Milliarden Menschen. Fällt Ihnen was auf? Auf jeder Karte ist das drauf. Genau, deswegen habe ich Ihnen das mitgebracht. Danke für den Stichwort. Das Kleingedruckte kann man ja gar nicht lesen. Und deswegen habe ich Ihnen das mal mitgebracht. Ja? Genau, wenn... Genauso ging es mir, geht es vielen Menschen so. Ja, das ist ja so klein, das kann ja keiner lesen. Ja, auf Ihrer Karte drauf, wenn Sie mal vielleicht da drauf zoomen, da ist da so eine kleine Mülltonne. Und diese Mülltonne, die hat einen Strich. Ja, das soll nicht heißen, Mensch, ziel genauer auf die Mülltonne, schmeiß nicht daneben, sondern ich habe es Ihnen auch nochmal in Text hingeschrieben, ja, sozusagen von der Internetseite der Bank Ihres Vertrauens. Ja, Symbol weist darauf hin, dass die Karte nicht in den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie dürfen das nicht. Die Karte muss stattdessen in einer Sammelstelle für Elektrogeräte abgegeben werden. Auf dieses Lachen kommen wir gleich noch zurück. Das ist nämlich ganz wichtig, warum Sie da lachen, weil das ist auch etwas. Also was müssen wir mal feststellen? Wir haben hier ein Produkt. Das ist uns nicht bewusst. Ja, und schon habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, aber es hat auch was mit Ingenieuren zu tun.
Weil was heißt denn das? Wir haben doch hier ein Produkt konstruiert. Was? Es hat ja Gründe, warum das nicht da in die Mülltonne soll, weil da eben Wertstoffe drin sind. Aber wir haben eben nur das Produkt konstruiert, aber nicht darüber nachgedacht, was dann mit dem Produkt bei Ihnen kompensiert. Denn ich sage mal ganz ehrlich, ne, wer sammelt denn jetzt bitte schön seine alten Kreditkarten, um es dann zu einer Sammelstelle zu bringen? Ich meine, ich kann ja fragen, wie viele von Ihnen haben noch alte Telefone zu Hause? Also irgendwie hängt da was. Also was wir da festhalten, ne, wir haben zwar tolle technische Produkte entwickelt und so eine Chipkarte ist ja toll und komfortabel, aber irgendwie ist es halt auch ein Problem, weil es steigert natürlich unseren Lebensstandard. Ich habe extra mal Materiallebensstandard, ne, weil das ist ja was Materielles, da steht Nickel, Gold und so weiter drin. Aber gleichzeitig erzeugen wir halt letztendlich Abfallaufkommen und dieses Abfallaufkommen geht nicht immer die richtigen Wege. Und damit meine ich nicht eben zwangsweise sowas wie Export nach Afrika, sondern damit meine ich, es fängt schon bei uns selber an. Und dementsprechend müssen wir über dieses Bild nachdenken, das kann es ja jetzt nicht sein. Also das Bild muss anders sein und dieses Bild in der Literatur anders, das sieht dann so aus. Wir müssen über den Lebenszyklus nachdenken. Wir müssen überlegen, wo kommen die Rohstoffe her und was passiert mit unseren Produkten am Ende. Und das nennt man dann Lifecycle Thinking, Lebenszyklusdenken. Das heißt, wir gucken von der Rohstoffgewinnung, Herstellung, Nutzung, das ist unsere Chipkarte, die wir gerade gesehen haben. Aber dann müssen wir auch über das Recycling und Entsorgung nachdenken. Und wir müssen auch überlegen, wie diese Stoffe wieder geschlossen werden können. Also die sind ja sonst für immer verloren. Und das ist jetzt wieder eine Aufgabe für Ingenieurinnen und Ingenieure. Aber jetzt gucken die anders sozusagen darauf. Jetzt gucken die sozusagen von oben auf diesen Lebenszyklus. Ja, das heißt also, wir haben immer noch wieder unsere Aufgabe. Aber jetzt müssen wir sozusagen antizipieren, was sind es denn für Herausforderungen im Lebenszyklus? Was passiert denn mit dem Produkt? Kann es sein, dass das in der Mülltonne landet? Wo kommen die Rohstoffe eigentlich her, die wir da einsetzen? Aus welchen Ländern? Und was ist da für Energieverbrauch, Wasserverbrauch verbunden? Und dann müssen wir Produkte entwickeln, bei denen möglichst genau das nicht passiert, was sie gerade haben, also tollere Produkte, Eco-Produkte. Damit es nicht nur so kleine Männchen sind, habe ich mal einen Engineer mitgebracht, den ich selber auch sehr schätze und der sicherlich, man könnte ihn auch den Vater dessen nennen, wie man heute so über das Thema Produktgestaltung nachdenkt, ich, Professor Leo Althuin aus Dänemark. Und ich habe hier mal ein schönes Zitat mitgebracht, weil es hieß ja auch heute Ingenieurkunst für die Umwelt. Und er schreibt, Lifecycle Engineering is the art of designing the product lifecycle through choices about product concepts, structure, materials and processes. Also, ne, das Designen von Produkten ist eine Kunst. Und diese Kunst ist, diesen gesamten Produktlebensweg im Blick zu haben und dann darüber nachzudenken, wie sieht das Konzept aus, wie sieht die Struktur meines Produktes aus, welche Materialien setze ich und welche Prozesse setze ich eigentlich ein. Das heißt, er hat das, und Sie sehen das oder können es vielleicht sehen, so in Mitte der 90er schon mal publiziert, also schon vor doch einigen Jahren. In seinem zweiten Satz schreibt er aber auch, und Lifecycle Assessment, LCA, is a tool that visualizes the environmental resources consequences of these choices. Das heißt, es gibt ein Tool, es heißt im Englischen Lifecycle Assessment, das Deutsche ist Ökobilanz, also es gibt eine Möglichkeit, diese Umweltfolgen zu bewerten, also für was ich mich da entscheide, also dass ich sage, Mensch, die junge Dame da wird vielleicht ihre Chipkarte in die Mülltonne werfen und welche Konsequenzen hat das denn? Und diese Methode nennt man Ökobilanz. Das heißt, es gibt also ein Werkzeug, das man einsetzen kann, um diese Entscheidungen letztendlich zu bewerten. Und man kann sich das so ein bisschen, er hat das in so einem Bild gemacht, wie so eine Corona-Sonne vorstellen. Das heißt, das ist der Lebenszyklus eines Produktes. Und diese Sonne drumherum, diese roten Strahlen, das sind die Umweltwirkungen. Ja? Und wir wollen verstehen, wo sind denn die besonders groß? Ja? Und das müssen wir als Ingenieure wissen, weil sonst können wir ja nicht aktiv das verhindern und anders gestalten. Jetzt mache ich einen ganz kurzen Exkurs im Bereich der Ökobilanz. Ich halte das kurz für die, die aber noch nie davon gehört werden, zumindest mal so, dass sie eine grobe Idee haben, um was es bei der Ökobilanz geht. Die Ökobilanz ist das Werkzeug, ein ISO-Standard im Vorgehen, wie man sozusagen über den Lebenszyklus die Umweltwirkung, die wir als Menschen kreieren, bestimmen kann, und zwar in Zahlen.
für verschiedene Umweltwirkungskategorien. Sie sehen hier mal einige aufgegliedert. Ich mache das jetzt mal einmal vor für das Thema Klimawandel. Das heißt, hier auf der linken Seite sehen Sie das Produktsystem, also Rohstoffe produzieren, nutzen und entsorgen. Und dann nutzen wir ja Stoffe, also Energie aus der Umwelt und erzeugen wieder Abfälle in die Umwelt. Und diese Grenze, diese roten Flüsse hier, das sind die, die uns besonders interessieren. Wir nennen das elementare Flüsse oder Elementarflüsse. Das sind die Flüsse, die zwischen der Technosphäre, also alles, was von uns Menschen gemacht wurde, und der natürlichen Umwelt, der Ökosphäre hin und her gehen. Das ist, interessiert uns, ne? Weil das ist das, wo wir Auswirkungen machen. Wenn ich einen Schadstoff in Ihr Trinkwasser gieße oder in das Grundwasser gieße, dann ist das genau so ein Fluss. Der geht dann von einer Technosphäre in die Biosphäre und das hat dann Auswirkungen auf Tiere oder Menschen. So können Sie sich das vorstellen. Oder wenn wir CO2-Emissionen, weil wir verbrennen sozusagen fossile Stoffe, dann geht CO2 in die Atmosphäre. Dort zeugt es zum Treibhauseffekt, wie das Treibhaus oder Glashaus, was Sie vielleicht im Garten haben. Es wird immer wärmer. Und das sind dann Flüsse von uns Menschen gemacht, die in die natürliche Umwelt gehen und dort Prozesse haben. Das heißt, am Klimawandel, die meisten kennen es, aber vielleicht nochmal zur Erinnerung, wie funktioniert Klimawandel? Im Klimawandel ist es so, ne, wir erzeugen Emissionen, die sogenannten Treibhausemissionen, CO2, Methan, Lachgas, je nachdem, wo ich das Ganze einsetze. Und dann haben wir so eine Wirkungskette. Ne, also was passiert dann? Wir haben den Anstieg der atmosphärischen Konzentration, immer mehr dieser Gase steigen auf. Und das Blöde bei diesen Gasen ist, die bleiben dafür relativ lange Zeit. Manche bleiben 20 Jahre, manche bleiben 100 Jahre oben in der Atmosphäre, wenn wir sie einmal emittiert haben. Deswegen ist dieses so kritisch, weil die bleiben erstmal da oben. Das erhöht die Strahlungsantrieb. Das heißt also, mehr die Strahlung, die sozusagen hier bei uns auf die Erde trifft, wird ja reflektiert. Und je dicker die Schicht oben wird, wie in Ihrem Gewächshaus, umso wärmer wird es. Ne? Wer unterm Dach wohnt, weiß das, Sonne scheint rein, Fenster sind zu, wird knuffig warm. Oder wenn Sie mal im Glashaus sitzen oder in Ihrem Wintergarten, den Sie vielleicht haben, dann ist das der Effekt. Und dann haben Sie einen Anstieg der Temperatur in der Atmosphäre und das führt dann zu weiteren Konsequenzen, Anstieg des Meeresspiegels, Schmelzen von Festlandeis, extreme Wetterereignisse und das können Sie noch weiterführen, das führt dann zu Überschwemmungen und Dürreperioden und das führt dann zu Schädigung der menschlichen Umwelt, Schädigung des Ökosystems und Verlust natürlicher Ressourcen. Das haben wir in den letzten Jahren sehr dramatisch erlebt. Und das kann man quantifizieren. Besonders gut kann man das quantifizieren in diesem Feld. Wir nennen das Midpoint-Indikatoren, für die, die noch mehr wissen wollen. Aber wir können Zahlen berechnen. Ich gehe mal da ein bisschen drüber weg. Ich will das nur mal vormachen. Also man kann wirklich sagen, ich habe jetzt 25 Kilogramm CO2, dann ist das die Leitsubstanz und dann ist das, bleibt das 25 Kilogramm. Und jetzt kann ich alle anderen Emissionen umrechnen. Ich kann das jetzt mit Methan machen. Methan hat einen 28 Mal höheren Antrieb. Das heißt, ich muss jetzt sagen, ein Kilogramm Methan wirkt wie 28 oder 25 Kilogramm CO2. Ja, also es ist viel, deswegen Vegetarier, Sie wissen, Methan kommt sehr häufig auch aus dem Thema Tierzucht, Tieraufbau. Und so kann ich das mit Lachgas machen und dann rechne ich alles um in CO2 und dann kann ich unten eine Summe bilden und dann habe ich einen Wert. Na, wir Ingenieure brauchen ja am Ende Werte, damit wir entscheiden können, wie groß ist unser Problem, wie viel besser sind wir geworden. Das ist die Logik dahinter. Auch hier jetzt mal ein kleines Beispiel, was kann man jetzt damit machen? Wieder meine Waschmaschine. Ja, ich habe noch mal geguckt, eine aktuelle Studie zu einer Waschmaschine. Stellen Sie vor, wir sind jetzt eben für eine Waschmaschine, wir wollen diese Waschmaschine besser machen. Was können wir tun? Hier mal so ein paar Maßnahmen. Ne, wir können die Maschine leichter machen. Also wie beim Automobilbau, ne, möglichst wenig Material einsetzen. Also möglichst wenig Stahl, wenig Aluminium, dann verbrauchen wir weniger Ressourcen. Wir können überlegen, dass wir die Maschine aus recyceltem Material machen. Also wir nehmen kein neues Material, kein Eisenerz, kein Bauxit, sondern wir machen das aus recyceltem Material. Und recyceltes Material hat weniger Umweltwirkung. Wir nutzen nur noch erneuerbare Energien zu Hause. Sie machen mit Ihrem Energieversorger einen Vertrag, bitte gib mir mehr erneuerbare Energien. Oder Sie können alle Szenarien kombinieren, leicht machen, erneuerbare Energien einsetzen, recyceltes Material einsetzen. Und dann, was kann man jetzt mit dieser Ökobilanz machen? Man kann jetzt diese Maßnahmen, das sind ja oftmals eben Ingenieurmaßnahmen oder zumindest mal dazu an der Maschine zusammenhängende Maßnahmen, die können wir jetzt quantifizieren. Wir können jetzt Zahlen dran schreiben.
Wie stark wirkt diese Maßnahme, um die Umweltwirkung von Wäsche waschen zu reduzieren? Und das ist eine tolle Leistung, die man jetzt eben machen kann als Ingenieure. Das heißt, wir sehen jetzt hier diese verschiedenen Szenarien. Das hier oben ist unser Referenzszenario, das Szenario 0. Sie sehen jetzt da hinten immer dieses CO2-EQ. Das ist genau diese umgerechnete Zahl. Alle Treibhausemissionen sind jetzt hier verrechnet. Und was Sie jetzt hier sehen, ist einmal die Herstellungsphase. Das ist diese hier vorne, wo Manufacturing steht und dann Use. Und Sie sehen, das wird immer kleiner. Ja, also ich kann jetzt sehen, wie wirkt denn diese Maßnahme? Also ich sehe beispielsweise Szenario 1, ne, 10% weniger Gewicht. Naja, das können Sie sehen, das ist so quasi nichts, ne? Weil die größte Wirkung ist natürlich in der Nutzungsphase, in der langen Nutzungsphase. So eine Waschmaschine nutzen Sie 10 Jahre, verbrauchen Wasser, Energie, müssen die aufheizen, das Waschmittel einsetzen. Das heißt, die bestimmende Phase ist die Nutzungsphase. Und dann sehen Sie natürlich, ein großer Hebel ist das Thema Einsatz erneuerbarer Energien, um CO2 zu reduzieren. Und genau sowas müssen wir als Ingenieurinnen und Ingenieure natürlich verstehen. Ja, was bedeutet denn das? Und wir sehen, Mensch, wir können die Waschmaschine nicht unabhängig konstruieren von den Energiesystemen. Das heißt also nur das Produkt gestalten, nur Ihre Chipkarte und nicht gucken, was da mit der Chipkarte passiert, wie das Abfallmanagementsystem aussieht, wird nicht funktionieren, weil es gibt Leute, ich kann das gar nicht lesen, außerdem wer glaubt denn bitte, dass ich das zur Sammelstelle fahre und vielleicht ist ja die Umweltwirkung viel größer, dann mit dem Auto zur Sammelstelle zu fahren, als meine Chipkarte sozusagen bei mir zu Hause zu lagern. Also das gibt uns Zahlen. Wenn Sie später Lust haben, ich habe mal ein historisches Beispiel, muss man ja schon fast sagen, mitgebracht. Von 2007 ist das eine Publikation, eine Ökomaus, die wir mal entwickelt haben, 2007, war so mal die Idee, wir entwickeln mal eine Computermaus und zeigen mal am Beispiel einer Computermaus, wie könnte man die komplett anders konstruieren mit neuartigen Materialien, das ist flüssiges Holz, was hier eingesetzt wurde, keine Schwermetalle, ist ein tolles Beispiel, kann man super stolz drauf sein. Funktioniert auch. Das Problem ist nur, am Ende des Lebenszyklus schmeißen die Leute es trotzdem in die Mülltonne. Und wie viel kostet das? Also diese hier, in dem... Absolut. In der ersten Entwicklung kostet diese Maus 10... Genau. Am Ende könnte man die zu gleichen Kosten herstellen. Aber sie wäre ökologisch gar nicht so viel toller als eine konventionelle Maus, weil wenn die Leute es trotzdem wieder in den normalen Müll werfen, dann kommen viele... Genau, dann wird sie genauso behandelt wie alle anderen auch. Und das ist der nächste Punkt, auf den wir jetzt kommen, Lifecycle Engineering. Lifecycle Engineering muss mehr sein als nur das Gestalten von Produkten. Wir müssen uns dann auch überlegen, was passiert mit dem Produkt. Und damit müssen wir also uns als Ingenieure weitern. Wir können nicht nur noch das Produkt gestalten, sondern wir müssen auch die Systeme drumherum gestalten. Und das versuche ich jetzt nochmal in so einem kleinen Bild mit Ihnen zu teilen. Also ein neuer Denkrahmen. Jetzt haben Sie ja schon zwei gesehen. Der erste war so von der Aufgabe einfach produzieren. Das zweite Bild war, wir gucken so auf den Lebenszyklus. Und jetzt kommt nochmal ein etwas komplexeres Bild. Und jetzt kommt alles zusammen, was Sie vorher gelernt haben. Also Sie haben ja erstmal gelernt, die Umweltschädigung, die ist im Wesentlichen getrieben durch die Bevölkerung, unseren Wohlstand, Produkteprobewertung und dann nochmal die Umweltschädigung über Produkte. Aber wir haben auch gelernt, es gibt Umweltbelastungsgrenzen. Wenn wir jetzt die Umweltschädigung auf Produkte gucken, dann haben wir auch gelernt, es reicht nicht nur auf das Produkt zu gucken, wir müssen den ganzen Lebenszyklus angucken. Das heißt, wir müssen gucken von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung, die Nutzung. Wir müssen gucken, ob da auch Lost dabei ist. Also ne, wie die junge Dame, die dann die Chipkarte, wie alle hier im Publikum, einfach in den Müll wirft, dann ist sie verloren. Auch das müssen wir quantifizieren. Und dann müssen wir gucken, wie schließen wir diese Kreisläufe. Das ist die erste Verantwortung, die wir als Ingenieurinnen und Ingenieure haben. Wir nennen das das sogenannte Vordergrundsystem. Das ist das, was offensichtlich ist. Aber wir müssen als Ingenieure auch verstehen, es gibt ein Hintergrundsystem. Das ist das Abfallmanagementsystem, wo kommt unsere Energie her, wie werde ich informiert, was ich darf und nicht darf. Das müssen wir auch mitdenken, denn wenn wir das nicht machen, dann landet diese Maus im Mülleimer. Ne, wenn ich jetzt die gleiche Frage werde, wer von Ihnen hat schon mal eine Batterie in die graue Tonne geworfen, wo der Nachbar gerade mal nicht hingeguckt hat oder vielleicht sogar noch geschafft, den Staubsauger ganz unten reinzudrücken. Ja. Wir nennen das übrigens mülltonnengängige Kleingeräte. Ja.
aber sie gehören da nicht rein, das haben sie heute Abend gelernt. So, und dann müssen wir erstmal eine Ökobilanz machen. Wir machen eine Ökobilanz, das ist hier links. Wir machen diese Ökobilanz, was Sie gerade gesehen haben. Wir quantifizieren jetzt, wie schlecht ist unser Produkt, also wo sind die Umwelt-Hotspots? Aber immer mit dem Blick darauf, dass wir auch dieses Mengenwachstum uns angucken, Bevölkerung und Produkte. Und dann wissen wir, okay, das sind unsere Fokuspunkte, damit müssen wir uns konzentrieren und dann fangen wir an, Engineering zu betreiben, Lifecycle Engineering zu betreiben. Und zwar sowohl für das Produkt als auch für das Hintergrundsystem. Das heißt, wir müssen ein Team werden von Menschen, die Sie hier mal sehen, das sind jetzt die neuen Ingenieure, die Lifecycle Engineers, und die müssen jetzt das Produkt konstruieren, neues Abfallmanagementsystem, vielleicht ein ganz tolles System, ne, wäre ja vielleicht naheliegend, dass man die Karte dann zum Automaten gibt, dann kann man die da eingezogen und dann kriegt man eine Quittung, Ihre Karte wurde sicher entsorgt. Ne, also ich meine, das wäre ja die naheliegendste Option, dass man Geldautomaten vielleicht auch als Sammelsysteme für alte Karten macht, kriegt man vielleicht noch eine Gutschrift, 1 Euro, sagt vielen Dank, dass die so toll zur Umwelt waren. Das ist Aufgabe von Ingenieurinnen und Ingenieuren, sowas nachzudenken. Und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Und das sehen Sie an diesem Rahmen. Jetzt habe ich nur noch ganz wenig Zeit. Ich versuche mal in 4 Minuten noch zumindest ein so ein Mini-Beispiel zu bleiben. Dann springe ich zum Ende und dann können wir ja noch in den Fragen was einbringen. Und ich mal gucke, ob ich sie diesem einen Ende noch schaffe, komplett abzuhängen. Ich habe Ihnen ein Mini-Beispiel mitgebracht, weil wir sind ja in einer Automobilstadt. Und nur um noch mal eine kleine Herausforderung für alle Automobilisten unter uns sozusagen mit Ihnen zu teilen. Stellen wir mal vor, wir wollen jetzt Autos entwickeln, PKWs, Individualverkehr, unter der Berücksichtigung der planetaren Grenzen. Das heißt also, wir müssen jetzt überlegen, wie viel Umweltwirkung darf so ein Auto eigentlich haben? Jetzt nutzen wir wieder diesen Rahmen, brauche ich Ihnen nicht mehr vorstellen. Wir wissen, wenn wir jetzt Automobilität wollen, E-Mobilität ist eine tolle Möglichkeit. Und dann sehen Sie aber, Batterien werden zukünftig eine besondere Rolle spielen. Wir werden sehr viele Batterien produzieren, Batteriematerialien brauchen und das wird exponentiell steigen über die nächsten Jahre. Also wir erzeugen wieder diese neuen Ressourcenbedarfe, neue Abfälle. Jetzt nehmen wir diese Grenzen, die wir gerade gesehen haben am Anfang. Ja, wir haben ja gesehen, wir haben diese planetaren Grenzen. Und jetzt leiten wir ab. Jetzt müssen wir also Autos produzieren, die in diesem grünen Bereich, in diesem sicheren Handlungsraum bleiben. Mehr dürfen wir nicht verbrauchen. Jetzt müssen wir den also für Deutschland bestimmen. Wir müssen einen Wert bestimmen, wie viel darf jeder von Ihnen an CO2-Emissionen haben, um in diesem grünen Bereich zu brauchen. Moderator wird schon nervös, aber es geht dann von den Fragen ab. Okay, dann kann ich mir ja Zeit lassen. Also, dann springe ich sofort wieder zurück. Nein, also ich glaube, die Aufgabe ist aber klar. Ne? Wir wollen Mobilität, wir brauchen Autos, ländliches Raum und es ist an vielen Stellen ja Mobilität gar nicht anders möglich. Das heißt aber, er muss so sein, dass wir diese planetaren Grenzen bestimmen. Jetzt ist es sehr, sehr schwierig auszurechnen, wie viel Platz hat denn jetzt ein Auto? Also stellen Sie vor, wir haben global ein Budget und jetzt muss ich das auf ein Auto in Deutschland zuordnen. Das ist nicht trivial. Es gibt viele Ansätze, wie man das machen kann. Wir können einfach sagen, wir nehmen das Budget dieser Erde und teilen es einfach durch alle Menschen auf dieser Erde. Wir nennen das egalitär, also jeder kriegt gleich viel. Jeder kriegt das gleiche Anteil, Bevölkerung pro Land kriegt das den Durchschnitt der Welt. Man kann aber auch sagen, nee, wir machen das an Konsumausgaben. Ne? Also wir sagen, okay, wie viel gibt jeder von uns für Waschen aus, für Kino, für Chipkarten, für Urlaub? Und dann ordnen wir diesen Umweltplatz zu. Also wir sagen, okay, so viel ist CO2-Emission versucht, dein Waschen, dein Autofahren, dein Kino gehen. Und das ist der Anteil, dem wir diesen Aufwand zuordnen. Und so gibt es noch weitere, bis hin zu dem ganz rechts. Man nennt das angestammte Rechte, im Englischen Grandfathering, klingt so ein bisschen nett. Heißt einfach, ne, ich sage, ich habe heute so einen Marktanteil, dementsprechend kriege ich jetzt auch so viel von diesem Markt, das ist mein Verschmutzungsrecht. Ja, dann sagen natürlich die ganzen Startups, stopp mal, ich wollte jetzt auch Autos bauen, wo ist mein Platz? Oder die Länder, die sagen, stopp mal, ihr hattet eure Party ja schon, jetzt sind wir erstmal dran, sagen, das finden wir jetzt nicht so toll. Also Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Wir nehmen mal 2 davon. Ganz links, gleich pro Kopf. Und wir nehmen mal diese angestammten Rechte. Also wir verteilen sozusagen diesen Handlungsraum. Jeder von uns hat gleich viel, wir alle. Und dann ordnen wir das sozusagen
dem Mobilitätssektor zu, angestammte Rechte. Das ist eine kleine Rechnung, die ist aber relativ simpel. Wenn Sie Deutschland nehmen, wir sind als Menschen in Deutschland, wir sind 1,1% der Weltbevölkerung. Also wir dürfen uns jetzt auch nicht als Deutschland überschätzen. Als Deutschland machen wir 1,1% der Bevölkerung auf dieser Erde aus. Das heißt, von diesem Kuchen gehört uns erstmal 1%. So, jetzt ist es natürlich nochmal so, jetzt können wir sagen, okay, was macht ein Pkw-Mobilität aus? Das heißt, wir haben erstmal in Deutschland einen Faktor für Transport, der ist hier. Dann haben wir Straßenverkehr und Pkw. Und das ist ungefähr 11,2%, wenn wir das jetzt mal ausrechnen, die wir diesem Thema Pkw-Mobilität zuordnen können. Und mit diesen zwei Werten können wir jetzt einen Zielwert errechnen, dass wir sagen, okay, so viel Prozent darf Verkehr haben, das ist nämlich 11,5%, von diesem 1%, die uns als Deutschland von diesem Budget zusteht. Ist 1%, also 11% von 1%, dann 11% davon, das ist das, was uns an Budget zur Verfügung steht, wenn wir in diesem sicheren Handlungsraum bleiben wollen, das heißt, wenn wir eine Zukunft für unsere nächste Generation haben wollen. Und jetzt sehen Sie mal hier ein kleines Beispiel. Ich habe hier diesen Überschreitungswert, also wenn der bei 1 liegt, dann ist alles toll, dann haben wir sozusagen, sind wir in der absoluten Nachhaltigkeit und wenn er bei 10 liegt, dann haben wir 10-mal so viel Emissionen, wie wir eigentlich haben dürften und wenn wir bei 90 liegen, dann haben wir 90-mal so viel und jetzt habe ich das mal nur an Elektroautos genommen. Das heißt, wir führen jetzt Elektroautos ein. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir Elektroautos einführen, was dann passiert. Heute haben wir so 5%, 2022 war so 5% Elektroautos und wir erhöhen den mal auf 2030 auf 25%, dann sinkt dieser Überschreitungswert von 84 auf 76. Also wenn wir 25% Elektroautos haben, inklusive grünen Strom, dann schaffen wir es, dass wir nur 76 Mal mehr verbrauchen, als wir eigentlich verbrauchen dürften. Also wir sehen, die Party kann hier noch nicht zu Ende sein. Und das führt uns mal zu anderen Szenarien und das ist dann auch schon jetzt gegen meine letzte Folie zum drüber nachdenken. Also wir könnten sagen, Szenario 1, 100% Elektroautos. Wir haben noch ein besseres Batteriepaket, das wird noch weniger Ressourcen verbrauchen. Dann haben wir Szenario 2, wir alle steigen jetzt auf Kleinwagen um, kleinere Autos, weniger Ressourcen, weniger Wicht, weniger Verbrauch. Der nächste ist, wir fahren nur noch die halbe Strecke mit unserem Auto. Also wir reduzieren einfach das, was wir mit dem Auto machen, mehr ÖPNV, Fahrradfahren, zu Fuß gehen. Und wenn wir jetzt im letzten dann alles miteinander kombinieren, dann sehen wir das letzte Szenario, das 3, wir brauchen nur auf 3 gucken, das ist das, wenn wir alle diese Maßnahmen auf einmal umsetzen, dann liegen wir bei so einem Faktor 3. Also dann überschreiten wir diesen sicheren Handlungsraum nur noch um Faktor 3. Nur noch. Und das zeigt, die Herausforderung ist groß und das zeigt, warum wir in Zukunft noch mehr tolle Ideen brauchen. Und dann bleibe ich bei diesem Rahmen hier vielleicht zum Schluss. Engineering, ja, ist Wissen, Kreativität und Erfahrung. Und davon brauchen wir viele engagierte Ingenieurinnen und Ingenieure. Und die sind zukünftig alle Lifecycle Engineers. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen unheimlich guten Vortrag. Habe das jetzt mit den planetaren Grenzen begriffen. Vielleicht wurde ich auch erwischt bei dem Staubsaugerbeutel und der Batterie, aber das kriege ich auch noch hin. Ich würde jetzt gerne überleiten in die Diskussionsrunde, weil vielleicht sind immer noch ein paar Fragezeichen da, vielleicht sind auch neue Fragezeichen da. Und einige werden es kennen, für die anderen ist es neu. Wir haben hier so einen wunderbaren Mikrofonwürfel. Wenn man hier oben reinspricht, wird das auch alles erfasst. Das hilft den Leuten im Livestream, die heute zahlreich da sind, ist für die Aufzeichnung auch besser. Vorteil ist, Sie können da wirklich auch die Reflexe Ihres Nachbarn oder der Nachbarin testen, weil so richtig Verletzungsraten könnten wir eigentlich nicht messen damit. Also wenn Sie Fragen haben, werfe ich Ihnen den zu, hoffentlich gut, und Sie können es dann weiter zu der nächsten Person werfen. Gibt es soweit Fragen? Dann fangen wir hier rechts an. Wow. Geht schon los? Ja. Ja.
Ich vermisse den Faktor Zeit, also Reichweite der Produkte. Jetzt zum Beispiel bezogen auf die Waschmaschinen, aber ganz besonders bezogen auf E-Fahrzeuge. Eigentlich müsste der Faktor, wie lange hält so ein Produkt, schon auch schon in der Planung berücksichtigt sein. Davon war jetzt keine Rede. Es gibt ja jetzt auch gerade den Ansatz, ganz aktuell, dass sie, dass da ein Recht eingeführt wird, dass eben die Produkte länger halten müssen, beziehungsweise dass sie reparierbar sind, dass man sie öffnen kann und reparieren kann. Aber irgendwie ist es nur so halbherzig, meine ich. Und ich habe es hier auch vermisst. Ja, also erstmal, Sie haben natürlich absolut recht, also Lebensdauerverlängerung oder lange Lebensdauer ist ein ganz wichtiger Hebel auch im Sinne Ressourcenminimierung. Ich musste mich heute ein bisschen begrenzen von dem, was ich Ihnen erzählen wollte, und Sie haben ja schon gesehen, es gibt noch Schönes. Wenn Sie interessiert sind, diese Gleichung, die Sie hier oben sehen, die gibt es noch in einer sehr langen Form, wo das L, die Lebensdauer, drin vorkommt, aber ich versuche Ihnen das mal kurz zu erklären. Hier oben steht Batterien pro Bevölkerung und da spielt diese Lebensdauer jetzt eine große Rolle. Denn wie könnte ich jetzt, also als eine Maßnahme ist ja als Ingenieur einfach weniger Batterien pro Bevölkerung. Und weniger Batterien pro Bevölkerung habe ich im Prinzip einen großen Hebel, das ist Lebensdauer. Denn je länger meine Lebensdauer ist, umso weniger Batterien bräuchte ich. Oder Telefone oder Fernseher oder Waschmaschinen. Deswegen ist Lebensdauer tatsächlich ist ein wichtiger Stellhebel. Und ich sage immer auch ketzerisch, wenn Leute mit mir über Kreislaufwirtschaft reden, dann sage ich ja, Kreislaufwirtschaft, wer mehr Kreislaufwirtschaft will, muss nur Produkte mit kürzeren Lebensdauern produzieren. Also von daher haben Sie da einen richtigen Punkt. Manchmal gibt es ein Aber. Wenn die Technologie schon so viel besser oder effizienter ist, dann kann es vielleicht auch mal gut sein, ein Produkt zu substituieren durch ein neueres Produkt. Aber in den meisten Fällen ist Lebensdauer ein großes und deswegen reagiert auch der Gesetzgeber an vielen Stellen, dass zum Beispiel sowas wie Reparierbarkeit gefordert wird oder zumindest mal ermöglicht wird. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Hebel. Wobei man eben auch sagen muss, wenn ich das noch sagen darf, Lebensdauer kommt natürlich oft auch mit Kosten. Und dann kommen wir wieder als Konsumenten dabei. Ne, denn ich sage mal, das Fahrrad im Baumarkt, was ich vielleicht für 150 Euro kaufen kann und dann nur einen Winter oder Sommer benutze, versus meines teuren Fahrrades, was ich vielleicht mein Leben lang oder 15 Jahre habe, da sehen Sie den Lebensdauerunterschied. Aber wir haben da wieder die Herausforderung, wie machen wir das eigentlich auch erschwinglich für die Leute, die eben nicht auf einmal 1.000 oder 1.500 Euro in ein Fahrrad investieren können. Also da gibt es dann auch wieder die große Herausforderung, wie man das dann auch technisch umsetzen kann. Ich habe noch mal eine Frage zu den Batterien. Die sind ja nur, müssen recycelt werden. Denn das ist ja nur nicht so, dass die gleich irgendwo Standby oder was auch immer. Ich bin so ein Freund von Wasserstoff. Da sind Sie gar nicht drauf angegangen. Wasserstoff ist etwas, was normalerweise gleich irgendwo auch in der Natur wieder verwirklicht wird. Ja, sage ich gerne was dazu. Also ich hätte gerne auch über Wasserstoff gesprochen, aber auch da wieder Faktor Zeit. Also zwei Sachen vielleicht, ne, weil ich muss so ein bisschen noch zeigen. Wenn Sie nachher noch Lust haben, hier habe ich Ihnen mal ein Batteriesystem mitgebracht, was Kollegen entwickelt haben, unter dem Gesichtspunkt Recycling, Demontierbarkeit. Es wiegt ein bisschen was. Das können wir uns gerne, werden Sie nachher Interesse mal haben. Also wie kann man ein Batteriesystem gestalten, um es vielleicht besser zu recyceln? Aber das war ja nicht Ihre Frage, Wasserstoff. Also Wasserstoff ist definitiv ein ganz großer Hebel für die Dekarbonisierung der Industrie, also um fossile Rohstoffe zu substituieren. Aber Wasserstoff wird in den nächsten 20, 25 Jahren eine sehr knappe Ressource sein, insbesondere grüner Wasserstoff. Warum? Wir nutzen Wasserstoff heute schon in vielen Industrien, insbesondere in der Chemieindustrie, und der ist heute grauer Wasserstoff, das heißt, den erzeugen wir aus fossilen Energieträgern. Und das heißt, jeden grünen Wasserstoff, den Sie heute brauchen, den brauchen Sie zunächst erstmal, um diesen grauen Wasserstoff in der Chemieindustrie und dann insbesondere in der Stahlindustrie dann Koks zu ersetzen, Salzgitter, vielleicht kennen Sie das Projekt.
Und das sind so enorme Mengen von grünem Wasserstoff, dass nichts überbleibt oder sehr wenig überbleibt für alle anderen Anwendungen. Und die brauchen wir aber, weil dort hat es den größten Hebel. Denn Stahl, müssen wir uns vorstellen, ist tatsächlich weltweit gesehen einer neben Zement einer der größten Materialströme, die für CO2-Emissionen sind. Dann kam Wasserstoff für andere Anwendungen, Schifffahrt, schwerer Schiffverkehr, Bus, LKW-Bereich vielleicht. Und wenn wir dann immer noch grünen Wasserstoff haben, dann können wir mal irgendwann nachdenken, das auch noch für andere einzusetzen. Aber vorher sehe ich da wenig sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Es wird immer Nischen geben und auch Ländern, die andere Infrastrukturen haben. Das ist die Herausforderung. Der Stoff ist nicht da. Also grundsätzlich, Wasserstoff haben wir natürlich genug, aber wir haben nicht die Energie, um so viel grünen Wasserstoff zu erzeugen. Aber ein spannendes Thema. Können wir gerne... Gerne, bitte. Da müsste der Wurf nochmal zurückgeworfen werden. Mein Sohn, der lebt in Kanada, da gibt es Wasser ohne Ende. Ja. Und die sagen, Wasserstoff ist da ausreichend vorhanden. Ja. Das stimmt. Was hat denn Kanada, was wir nicht haben? Bier. Kanada hat etwas, was wir nicht haben. Die haben erneuerbare Energien ohne Ende. Wasser, ne, Hydro, ne, also sie haben, wie Norwegen, große Mengen haben die so. Jetzt haben sie aber ein Problem. Wasserstoff ist sehr schwierig zu transportieren. Ja, das würde ich sagen, das kennen, also als Ingenieure gefährlich. Ne? Ich meine, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich komme mit einer tollen Idee und sage, Mensch, du, ich habe eine Idee, ich habe ein Auto entwickelt, ne? Das nutzt eine brennbare Flüssigkeit und das brauche ich, da brauche ich so Orte, die nenne ich mal Tankstelle und die ist mitten in der Stadt und das müssen wir lagern. Genau, ist beherrschbar. Ne? Das ist nicht das Herausfordernde. Das Problem ist, Wasserstoff, ne, ist sehr schwer zu transportieren. Da braucht man entweder, wenn man reinen Wasserstoff, da muss man das sehr stark verdichten unter Druck. Und es gibt ganz wenige Schiffe auf der Welt, die das können, um genau zu sagen zwei. Und wenn sie das umwandeln, so, und das, deswegen, es wird eine Exportroute geben, Kanada ganz sicher, deswegen gibt es ja auch Kooperationen über Ammoniak vielleicht nach Deutschland. Aber wie gesagt, wir haben leider das, was Kanada hat, in dem Maße nicht, nämlich im Moment noch nicht, erneuerbare Energien. Aber sehr gerne, wir laden auch ein zum Wasserstoffcampus als Gitter, mache ich kleine Werbung. Ne? Gibt es eine tolle Ausstellung auch dazu, übrigens war auch schon hier in der Autostadt, wer sie vielleicht gesehen hat. Ja. So viel zur FDP, dass die behaupten, dass es eine Alternative wäre, die PKWs mit Wasserstoff anzutreiben. Habe ich nicht gesagt. Nein, die FDP. Ach so, die FDP. Naja, also ich kann ja gleich was dazu sagen. Stellen Sie erstmal Ihre Frage. Dann. Aber es gibt ein anderes Problem, die Obsoletisierung. Ja. Es ist erwiesen, dass viele Produkte bewusst so konzipiert werden, dass sie kaputt gehen sollen. Entweder werden in Elektrogeräten Kondensatoren an thermisch heiße Stellen gesetzt, obwohl sie an kalte Stellen gesetzt werden könnten. Und dann werden diese Kondensatoren auch zu klein bemessen, sodass sie möglichst nach der Garantiezeit schnell kaputt gehen. Die Glühbirnen haben nach Edisons Entwicklung 3000 Stunden gehalten. Heute halten sie keine 1000 mehr. Das sind alles... Entschuldigung, bösartige Entwicklungen von Ingenieuren. Und da muss auch angesetzt werden. Ja, also erstmal vielen Dank für beide Impulse. Ne? Vielleicht kurz nur zu der Partei sozusagen als erstes. Ne? Als Ingenieur bin ich grundsätzlich erstmal dafür, technologieoffen an Dinge ranzugehen, ne? Aber dann muss man mit Zahlen, Daten, Fakten kommen und die sprechen im Moment nicht für Wasserstoff in der Individualmobilität, aus meiner Sicht zumindest mal in Deutschland. Aber das weiter daran forschen zu betreiben, zu gucken, was noch passieren kann, macht durchaus Sinn. Zu dem Thema Obsoleszenz, beziehungsweise dieses Murks, ne? Also machen Ingenieure Murks, das ist ja die Diskussion, die wir dann häufig haben, muss man, glaube ich, zwei Facetten sehen. Die eine ist nochmal wirklich das Thema begrenzte Lebensdauer. Bei manchen Produkten und schon bei einigen Produkten entscheiden wir uns als Menschen, und ich frage jetzt nicht nochmal ab, wer hat schon mal dieses Produkt gekauft,
durchaus auch für die Alternative, obwohl es eine Alternative gibt, von der wir alle wissen, das hat eine längere Lebensdauer, unterscheiden wir uns ganz bewusst auch für Produkte mit einer kürzeren Lebensdauer. Ich gucke jetzt nicht, mache jetzt nicht die Frage, gucken Sie mal Ihren Nachbarn hinten in Ihre Label vom Shirt, woher kommt Ihr Produkt, aber das können Sie ja zu Hause machen. Aber das ist eine Seite, die meinen Sie ja aber nicht. Sie meinen ja eben nicht die... 20 Jahre. Genau, Sie meinen jetzt aber ja diese nicht, ne, sondern Sie meinen jetzt ne, dieses, wo machen das Leute absichtlich. Ne? Und auch da bin ich der Meinung, da haben Sie... Recht, und deswegen plädiere ich ja auch gerade dieses Bild, was ich Ihnen hier gezeigt habe, ne, dass Ingenieure sozusagen auch ein anderes Verpflichtungsbewusstsein haben. Also wenn wir als Gesellschaft oder Sie als Gesellschaft, jetzt bin ich ja selber auch Bürger, wenn wir sozusagen zulassen, dass das Verständnis von Ingenieursein ist, nehmt die reichen Schätze der Natur und macht das dann zum Wohle von Unternehmen, dann ist das eben zu wenig. Ja, die Verantwortung muss anders sein. Aber jetzt kommt natürlich der Spannungspunkt, in dem wir sind. Am Ende entscheiden natürlich jetzt nicht Ingenieure allein, was das Geschäftsmodell ist, sondern das sind viele andere, die in Unternehmen und Betrieben arbeiten. Und unsere Ökonomie ist an vielen Stellen heute eben darauf aufgebaut, auf Konsum. Ja, also eben auf nicht Produkte möglichst lange nutzen, sondern möglichst viele Produkte zu verkaufen. Und dementsprechend werden wir da nur rangehen können, wenn wir auch über das Thema Geschäftsmodelle reden. Das heißt, es muss dann eben über andere Geschäftsmodelle nachgedacht werden, die es mir dann auch erlauben, eigentlich Produkte auf den Markt zu bringen, die möglichst lange genutzbar sind. Und es gibt ja, Ihr Telefon ist ja ein gutes Beispiel, Fairphone, Blockphone, also erste Alternativen, die sagen, es kann das ja auch anders machen. Und das ist dann natürlich etwas, wo wir als Konsumenten aber auch gefordert sind, dann eben zu sagen, ja, in sowas investiere ich, neue Geschäftsmodelle müssen her, aber Sie haben recht, ne, ohne neue Geschäftsmodelle, einen anderen Ansatz, landen Ingenieure in so einer Zwangsrolle. Und deswegen plädiere ich auch mehr und mehr dafür, dass es so eine Art neuen hippokratischen Eid für Ingenieure geben muss, der sie ihnen aus diesem Dilemmata befreit, dass andere für sie entscheiden, ein Produkt zu entwickeln, was eben eine begrenzte Lebensdauer hat, um möglichst ein Geschäftsmodell zu erfüllen. Ja, und das ist, glaube ich, ein Dilemma. Ich glaube, dass viele Ingenieure da nicht sitzen und sagen, oh, ich baue jetzt da böswillig so einen Kondensator hin, sondern es gibt viele andere drumherum, die für diese Entscheidung mitverantwortlich sind. Und wir als Gesellschaft, die lange Zeit auf dieser konsumgetriebenen Gesellschaft gut leben, tolle Jobs haben, leben eben davon, dass wir möglichst viele Ressourcen nehmen, in Produkte brauchen und davon möglichst viele verkaufen. Und davon müssen wir weg. Ja, da will ich gleich mal was einwenden. Und zwar genau das ist der Punkt, wo ich mir Gedanken mache. In der Verschwendung von Ressourcen für Produkte, die wir nicht brauchen. Und wenn wir einfach nur mal in unseren Haushalt gucken, welche Produkte wir über Jahre, Jahrzehnte irgendwo stehen haben, die wir nicht mehr benutzen, vielleicht ja. Nur ein, zweimal. Und ja. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Da könnten wir am meisten einsparen an Energien und ja. An Ressourcen. Ja, also ich gehe noch mal kurz auf diesen Rahmen zurück. Sie haben wieder recht. Und auch wenn, mal gucken, ob der Folie gleich noch funktioniert. Aber wenn Sie noch mal auf diese Gleichung gucken, dann ist das ja genau das, was wir hier versuchen zu sagen. Ne? Am Ende ist dieses Produkte pro Bevölkerung, treibt halt Umweltschädigung. Und natürlich ist ein Ansatz, weniger Produkte zu haben. Ja, und es gibt auch Ansätze, die überlegen über zum Beispiel, was sind eigentlich die menschlichen Bedürfnisse und zu sagen, okay, du kriegst sozusagen einen Raum als Mensch, jeder von uns hat ein Budget und da muss ich dann genau überlegen, ja, will ich dafür ein Auto besitzen oder meinen Urlaub nach Bali machen, aber beides geht vielleicht nicht. Aber es ist natürlich eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Und es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie wir Wohlstand definieren. Also ist Wohlstand eben viel haben oder ist Wohlstand eben auch was anderes? Aber es ist natürlich eine sehr gefährliche Diskussion, ne? Weil vieles, was wir heute leben und so weiter, das ist ja erst möglich. Also ich sag mal, Medizin, Krankenhäuser, auch das sind Produkte. Ja? Und das will ja keiner von uns darauf verzichten. Aber natürlich ist diese Frage, wie viel Raum ist für was, ist natürlich da. Und auf der anderen Seite, wir als Ingenieure sind gefordert, das eben
der Raum möglichst auch gut genutzt werden kann für ein tolles Leben und Bereicherung auf dieser Welt. Aber es ist sicherlich ein Dilemma, ne? Also, und wo jeder Einzelne auch, man nennt es Suffizienzstrategie, gefragt ist, über sein eigenes Verhalten zu überlegen, was kann ich dazu beitragen. Ja, ohne dass ich jetzt oberlehrerhaft kommen will, weil natürlich ist es für manche ist es viel leichter, so darüber zu reden. Für andere Menschen, die würden sich freuen, wenn wir eben, wir haben es an der Waschmaschinenrate gesehen, dass sie überhaupt einen Herd hätten, eine Waschmaschine hätten. Also das ist natürlich auch wieder so eine Gerechtigkeitsfrage. Ne? Ja, ja, das ist die Frage auch, was ist ein tolles Leben? Ne? Auch das ist eine tolle Frage. Konsum, Spiel. Luxus. Absolut. Absolut. Da gibt es ja tolle Beispiele. Ne? Das Happiness of Life ist vielleicht nicht die Anzahl der Produkte. Ne? Ja, ja. Aber ist natürlich auch wieder, es ist eine gesellschaftliche Diskussion. Sie sehen, wir verlassen schnell die Ebene der Ingenieurinnen und Ingenieurinnen, sondern bewegen uns natürlich auf einer gesellschaftlichen Diskussion. Mal ich. Also ich bin Ingenieurin für Textil und Bekleidung. Das Thema mit dem T-Shirt könnte ich beantworten. Und da kann man, also ich kann auch gut beschreiben, das ist jetzt eigentlich meine Frage, aber ich kann gut beschreiben, was das zum Beispiel bei Textilien für Auswirkungen hat. Also da ist man auch gefordert. Im Moment ist Frankreich da total stark hinterher, schon von vornherein zu deklarieren, woraus ist das? Ist es aus recyceltem Material oder kann man es recyceln? Und unsere Ansprüche an die Bekleidung, die machen es quasi unmöglich zu recyceln. Denn sobald eine Faser mit einer anderen gemischt wird, ist es danach nicht mehr möglich, die voneinander zu trennen und wieder zu verwerten. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich war im vorletzten Jahr eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigt, Triman-Kennzeichnungen an Merchandising-Produkte anzubringen. Und ich finde es unfassbar, Europa ist nicht groß, aber es macht jetzt jedes Land seine eigene Entsorgungskennzeichnung. Da kam dann Italien dazu. Die Produkte, wenn die so klein sind, das ist schon gar nicht mehr möglich, das drauf zu drucken. Und ich frage mich, warum das nicht möglich ist, dass wir für die EU, für die europäischen Länder oder die Länder in der EU eine Regelung finden, weil die Mülltonnen sehen eigentlich ähnlich aus. Ist ja jetzt in Frankreich, muss man den Leuten, den Konsumenten aufmalen, so sieht die Tonne aus, in die du das reintun darfst. Ja. Aber, oder reintun musst. Aber das ist dann in anderen Ländern, in anderen kleinen Ländern, ist es wieder eine andere Kennzeichnung. Ich frage mich, warum das nicht allgemein geregelt werden kann. Ja, das ist natürlich, also erstmal eine spannende Diskussion. Ne? Und gerade wenn Sie jetzt so vielleicht auch eher eine Unternehmensseite vertreten. Wir haben in Europa zwei Fluglinien, wie sowas entsteht, Richtlinien und Verordnungen. In der Richtlinie kommt und dann darf jedes Land nach einer gewissen Zeit das in eigene Gesetze umsetzen oder wir kriegen eine Verordnung, wie jetzt die neue Produktverordnung, die jetzt als erstes für Batterien greift, keine Diskussion, tritt in Kraft, gilt für alle, keine Chance, da noch was zu machen. Natürlich machen viele Länder dann Lobbyismus über ihre Industrien und Verbände und sagen, nee, wir sind anders und das könnt ihr so nicht machen. Wir wollen eine Richtlinie, wir wollen Zeit, wir wollen das auf unsere Bedarfe anpassen. Und dann kommt genau diese Vielfalt raus, die es dann für global oder europäisch agierende Unternehmen extrem schwierig macht, diese unterschiedlichen Gesetzgebungen in den Ländern letztendlich zu berücksichtigen. Und am Ende glaube ich, ja, wir haben die Mechanismen, die gibt es in der EU, wir können Verordnungen machen, aber es gibt dann eben ganz viele, die auch dagegen lobbyieren, manchmal vielleicht auch zu Recht. Ich will nicht sagen, es gibt ja vielleicht gerade auch Gesetze, wo man wieder gerade diskutiert, stoppen wir dann lieber doch noch. Also es macht es schwierig, ich kann sie verstehen und ja, es würde viel Sinn machen, an vielen Stellen globale Standards oder mindestens mal europäische Standards zu haben und nicht jeder macht seins. Bei dem Textilen, vielleicht wenn Sie nur einen Satz, ne? Ich weiß nicht, wer vorgestern gerade Fernsehen geguckt hat, war ja eine schöne Reportage über die Otto Group. Wer es nicht geguckt hat, dem empfehle ich das mal und auch zum Thema Textilfaserrecycling und wo kommen die her. Es ist eben zum Beispiel bei vielen Stellen, das ist nicht nur bei Textilen so, es ist ja super schwierig zu sagen, warst du wirklich ein Sekundärmaterial oder nicht. Die Batterieindustrie ist jetzt die erste in Europa, die diese Herausforderung zukünftig haben wird. Es wird ein neues, scharfes Gesetz, das gilt für alle europäischen Länder gleich. Die Automobilisten müssen nachweisen nicht mehr, dass ihre Batterien recycelbar sind, sondern sie müssen Grammzahlen nachweisen von bereits recycelten Materialien in ihren Batterien. Aber wie weise ich denn jetzt nach, dass dieses Material recycelbar ist? Also stellen Sie sich vor, vielleicht wollen Sie PET-Flaschen nutzen für Ihre Textile, dann produziere ich jetzt eine PET-Flasche, dann lasse ich die auf den Boden fallen, sage, oh, die ist jetzt recycelt, dann gebe ich Ihnen eine recycelte PET-Flasche. Das können Sie nicht differenzieren.
Und da sind wir auch wieder gefordert als Ingenieure. Wie setzen wir das eigentlich um? Da kommen Gesetzgebungen auf uns zu, wo kein Mensch weiß, wie soll denn das eigentlich tatsächlich nachweisbar umgesetzt werden? Also es kommen ganz viele spannende Fragen auf. Als Ingenieure denken wir ja nicht in Problemen, sondern in Herausforderungen, aber gerne auch in der Textilindustrie. Ich würde an dieser Stelle einmal unterbrechen und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit einmal sagen, mich einmal recht herzlich für den Vortrag bedanken, auch für die Diskussionsrunde. Und Sie danach noch recht herzlich einladen. Wir haben Wein, wir haben Wasser, wir haben Laugenstangen. Nehmen Sie sich was, kommen Sie wieder zurück, diskutieren Sie weiter, direkt in einem lockeren Rahmen. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, um Sie auf zwei weitere Veranstaltungen hinzuweisen. Am 7.3. ist der nächste Science Talk, eine Veranstaltung aus dieser Reihe. Da sprechen wir mit Frau Professor Rode über den Kampf gegen multiresistente Keime. Unheimlich spannend, würde mich freuen, wenn ich sehr viele von Ihnen da wieder treffen würde. Am 14.3. Am Pi-Tag haben wir einen Science Slam. Da kommen mehrere junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu uns und tragen ihr Wissenschaftsfeld in eine wissenschaftlich korrekte, aber sehr ansprechende, humorvolle Art vor. Und Sie können dann praktisch wählen, wer diesen Vortrag, diese Vortragsreihe, dieses Vortragsduell gewonnen hat. Aber das wäre am 14.3. und das wäre es erstmal von mir. Vielen Dank. Sehr schön. Danke.